Bosmar de la Region de la Ems. Wir radeln heute weiter in Richtung Nordsee und wir waren sehr entzückt von einem höflichen Busfahrer aus Frankreich, welcher sich hat entschuldigt für die Blockade unseres Radwegs. Tréchamont. Und wir radeln jetzt Tréchamont weiter in Richtung Papenburg und werden dort in unseren Sac de Couchage schlüpfen und frisch ausgeschlafen morgen weiter radeln in Richtung, keine Ahnung, wie weit wir schaffen. À tout à l'heure. Moin aus Papenburg. So, wir haben gerade gut gegessen und gut getrunken und sind jetzt reif für die Kojen. Vorher möchte ich aber noch erzählen, was wir eigentlich vorhaben. Und zwar möchte ich zusammen mit der Geschäftsführung meine Tour zur Nordsee fortsetzen. Und in Emden will ich ja unbedingt noch Tee kaufen. Jetzt ist es nur so, heute ist Samstag, morgen ist Sonntag. Und da können wir nicht auf direktem Wege von Papenburg nach Emden radeln, denn da hat das Teegeschäft von Familie Thiele zu. Also haben wir uns gedacht, wir bauen so einen kleinen Schlenker über die deutsche Feenroute ein und fahren morgen bei Basel, zumindest schon mal, wenn wir es schaffen, bis Wiesmoor. Und dann werden wir uns irgendwann von der deutschen Feenroute verabschieden und entlang des Emsiade-Kanals, so wahrscheinlich über Aurich und Ilo, da gibt es ja meine Lieblingsfischmanufaktur, dann eben weiter nach Emden radeln und dann decke ich mich Montag mit einem ja, mindestens Jahresvorrat an Tee ein. So, dann ist der Plan. Wie wir es umsetzen, werden wir dann in den nächsten 2 Tagen sehen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns morgen früh wieder. Wir müssen noch was erwähnen. Wir haben ein neues Fahrrad in der Familie und zwar ein Falter. Und das haben wir gemacht, damit es gerecht ist. Ich fahre mit dem Falter, meine Frau fährt mit dem Falter. Und so kommen wir dann irgendwie ans Ziel. Ja. Es ist jetzt die erste Tour, die wir mit dem Rad machen. Und wir sind mal gespannt, wie sich das Rad so schlägt. Auf unseren Faltern unterwegs in Richtung Osten aus Papenburg heraus. Und wir müssen feststellen, Ostfriesland gleicht sich so langsam aber sicher dem Ruhrgebiet an. Hier liegt auch schon überall Müll auf den Straßen von McDonald's und nachts um 2 geben die Autoposer hier auch noch mal richtig Gas, damit die Bevölkerung nicht schlafen kann. Ach Mann, ja. Naja gut, daran wollen wir uns jetzt nicht stören. Wir wollen den schönen Tag genießen und hier entlang der Feenkanäle radeln. Was sagt ein Fahrlehrer zu seinem Fahrschüler in Papenburg? Immer geradeaus. Fahr mal geradeaus, genau. Wir sind schon mal ein Stück weiter, was die Wegweisung betrifft. Also tatsächlich hat die Route keine Beschilderung mit Logo, sondern es gibt eine separate Wegweisung in Kackbraun. Die Geschäftsführung sagte gerade, das sei hier staatlich anerkannter Erholungsort. Ich fühle mich auch gleich viel entspannter und werde ab jetzt auch weniger meckern. Ach, man muss erstmal reinkommen in so eine Radtour, ne? Frei
nach dem Motto Set die Hände und vertell mir wat, werden wir mal erzählen, was wir bei Rauderfehn herausfinden konnten. Erstens ist es ein lautstarker Verkehrsknotenpunkt. Zweitens ist die Volksbank größer als das Rathaus. Und drittens gab es hier wohl einst ein bedeutendes Kaufhaus. Ja, mehr haben wir in der Kürze der Zeit nicht herausgefunden, aber wir hoffen, es reicht für diese kleine, aber charmante Doku. Alter, ne? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, die wichtigsten Attribute sind, es ist grau. Zwei Räder. Eine charmante Fahrerin. Darauf kommt es an. Unsere Reisegruppe hat gerade beschlossen, einstimmig muss man dazu sagen, dass wir in Basel eine Mittagspause machen. Weiter sind wir jetzt noch nicht mit unseren Planungen, aber das ist nicht schlimm. Komm hier, du warst doch gerade mutig. Das ist bestes Futter. Dann geht doch. An dem Schild selbstgemachten Kuchen konnten wir jetzt nicht vorbeiradeln. Das ist ja wie eine Aufforderung, hier anzuhalten und hier Kaffee zu trinken, Kuchen zu essen. Das machen wir jetzt auch. Und hier gibt es einen wunderschönen Klostergarten. Auf unser Wohl. Staatlich anerkannte Erholung. Oh, das ist noch besser. Ist cool. Basel ist es jetzt nicht mehr weit, das sind vielleicht noch 5 Kilometer, aber wir haben uns ja jetzt gerade an der Johanniterkapelle da im Klostercafé gestärkt. Also wir werden jetzt kein Mittagessen mehr in Basel einnehmen. Dafür ist es jetzt auch ein bisschen zu spät, aber wir gucken uns zumindest den Ort einmal kurz an und radeln dann weiter in Richtung Wiesmoor. Und spätestens wenn wir da ankommen, gucken wir uns mal nach einer Unterkunft für heute um. Basel war jetzt eine Herausforderung. Also wir mussten an einer Bratwurstbude vorbeifahren und überall in der Region werden am Sonntag frische Berliner Pfeil geboten. Gut, dass wir uns schon mit Kuchen gestärkt haben, sonst wären wir jetzt schwach geworden, bin ich mir ganz sicher. Ja, mir kommt die Ecke hier ziemlich bekannt vor. Ich war hier schon mal unterwegs, als ich vor einigen Jahren mit meinem 2018er Vectron nach Langeoog geradelt bin. August Feen, da gab es eine große, schöne Hinweistafel, wo die gesamte Feenroute einmal abgebildet war.
Und da haben wir jetzt einfach mal grob die Kilometer zusammengerechnet, die wir noch vor uns haben. Bis Upplengen sind es ca. 26 Kilometer und bis Wismar 40. Das heißt, spätestens in Upplengen müssen wir uns mal nach einer Unterkunft für heute umschauen, denn wir haben schon 20 vor 4. Ja, und auf dem Weg nach Wismar müssen wir auch irgendwo noch mal ein kleines Päuschen einlegen und mal das snacken, was wir gestern noch so eingekauft haben. Jetzt läuft das gerade butterzart hier auf diesen ruhigen Nebenstraßen. Wir hatten gerade so einige Abschnitte entlang von Landstraßen. Ja, das ist nicht ganz so schön. Aber das hier ist nett. Ja. So, das ist jetzt erstmal unser Rastplatz hier für die nächsten 20 Minuten, wo wir uns um die relevanten Dinge des Tages kümmern werden und ein bisschen was snacken. Ich habe jetzt auch echt so einen Hungerast. Ach. Herrlich. Kann die Füße hochlegen. Es scheint so, als hätte die Geschäftsführung einen adäquaten Übernachtungsort gefunden mit Spa und Sauna, ja, und Komfort-Doppelzimmer. Ja, sieht so aus. Kannst du Schild an, machen wir wahr. Und ich muss sagen, ich kann mich gerade richtig für diese Salami-Sticks begeistern, wenn man mal davon absieht, dass der Herztod nah ist mit 44 Gramm Fett pro 100 Gramm. Es sind jetzt, glaube ich, noch 11 Kilometer. Das packen. Ja. Es ist auch erst ein Balken vom Akku weg, also von daher können wir jetzt reinhauen. Jetzt mache ich den Turbo rein. Den Turbo, ja. Bist du wieder da? Ich bin wieder da. Einen Brompton schüttelt man nicht so leicht ab. Jetzt kommt alles zusammen. Bei mir schlafen die Füße ein, weil ich ein neues Paar Wanderschuhe an der Quanten habe. Und meine Frau wird von Insekten attackiert. Eieieiei. Naja, auf jeden Fall noch eine halbe Stunde bis Wismar. Und dann werde ich mal schön die Füße hochlegen. Keine neuen Schuhe anziehen, wenn man auf Tour geht. Und dann kriegst du noch so kluge Tipps von der Seite rein. Das macht den Abend einfach perfekt. Hinter mir das Neuendorfer Moor. Was hat meine Frau so schön gesagt? Für solche Ausblicke macht man Fahrradtouren. Normalerweise kommt man gar nicht hier an dem Aussichtspunkt vorbei. Auf der deutschen Feenroute ist gerade eine Baustelle und hier ist eine Alternativroute ausgeschildert. Da sind wir doch ganz dankbar für die Umleitung, denn sonst hätten wir das gar nicht gesehen. Ich habe übrigens gerade gelesen, es heißt Neudorfer Moor und nicht Neuendorfer Moor. Also entschuldigt bitte diesen kleinen Fauxpas. Ja, ich bin jetzt deutlich entspannter als heute Morgen. Da hatte ich noch so ein bisschen die Stresslage der letzten Tage im Bauch. Aber so ein Tag auf dem Fahrrad hier in Ostfriesland, das sorgt für Entspannung. Ja. Wobei das mit dem Müll und dem Verkehrslärm finde ich schon ziemlich ärgerlich. Weil ich so das Gefühl habe, dass das so zunimmt. Das beobachte ich auch zu Hause, auf meinem Weg zur Arbeit. Wie viel Müll da mittlerweile überall rumliegt und wie viele wilde Deponien entlang von Wegesrändern entstehen. Ich bin noch nachhaltig und negativ beeindruckt, was bei uns so los ist. Ja. Mir ist gerade so spontan durch den Kopf gegangen, wie oft kann man wohl ein 500 Wattstunden Fahrradakku mit einer Umdrehung einer Windkraftturbine aufladen?
Ich würde jetzt mal so schätzen, bestimmt mehrere hundert Mal. Es fehlt noch das Fazit des Tages. Also wir sind ja heute ganz bewusst über die deutsche Feenroute geradelt. Aber mit der tue ich mich so ein bisschen schwer. Die hat tatsächlich so ein paar Abschnitte, die sind jetzt nicht so prickelnd. Gerade die Strecken, die entlang von stark befahrenen Landstraßen führen oder die durch Neubau, Gewerbe- und Industriegebiete führen, die sind jetzt nicht wirklich schön. Man muss fairerweise dazu sagen, das haben fast alle Themenrouten. Was aber an dieser Route gefällt, das sind die langen und geraden Abschnitte entlang der Feenkanäle. Die sind wirklich reizvoll. Und das Teilstück, was uns am besten gefallen hat, das gehört gar nicht zur Route. Das führte nämlich entlang des Neudorfer Moors. Das war ja dann diese Umleitung, die wir zum Schluss auf dem Weg nach Wiesmoor geradelt sind. Das war wirklich toll. Ja, den Abend haben wir jetzt ganz entspannt beim Italiener ausklingen lassen. Da hatten wir beide Nudelgerichte. Hat gut geschmeckt und war preislich auch okay. In diesem Sinne, gute Nacht und bis die Tage. Jo, es geht wieder weiter. Wir machen jetzt einen kleinen Abstecher zum Little Joe, füllen unsere Getränkevorräte auf und dann fahren wir in Richtung Markarts Moor zum Emsjade-Kanal. Und da radeln wir dann ganz gemütlich nach Aurich, dann weiter über Ilo nach Emden. Und in Ilo machen wir auf jeden Fall einen Stopp bei der Aalräucherer Jansen, wo ich mir mindestens ein Fischbrötchen gönnen werde. Ja, wenn das keine rosigen Aussichten für den heutigen Tag sind. Wir sind am Emsjade-Kanal und ich habe gerade ein Déjà-vu-Erlebnis. Wenn ich so auf die andere Seite des Kanals gucke, dann ist da der schönere Radweg. Das ist immer das Gleiche. Naja, wie dem auch sei. Jetzt fahren wir erstmal ganz gemütlich weiter nach Aurich. Das dürfte nicht mehr allzu weit sein. Ich würde mal schätzen, von hier aus noch so 20 Kilometer. Und ich glaube, du möchtest noch einen Stopp da einlegen. Mal gucken, ne? Mal gucken, wenn es sich lohnt. Ja, ich glaube, es lohnt sich. Heute Morgen gab es einen lauten Knall im Badezimmer und ich hatte irgendwie erst an eine Verpuffung gedacht. Tatsächlich ist da aber was ganz anderes passiert und zwar... Ich habe zwei Mücken erschlagen. Ja. Hab dich gerecht. Siehste, das macht eine gute Ehefrau aus. Mit meinem Blut zeugen die keine Nachkommen. Es sind nur noch geschmeidige 2 Kilometer bis Aurich. Wir haben 10 vor 12, das heißt, es ist viel zu früh, um jetzt irgendwo einzukehren, was zu snacken. Das machen wir dann unterwegs, wenn wir nach Emden weiterradeln. Aber zumindest gucken wir uns die Stadt ein wenig an, denn Aurich ist ein nettes Örtchen. So, während meine Frau eine Wespe abschüttelt, warte ich auf unsere Bestellung. Es gibt ein Latte Macchiato mit Hafermilch und ein Cold Brew. Diese Ruhe. Ein Traum, oder? Das ist unsere Aura. Die sind nur wegen uns hier. Ich glaube auch.
Die Handwerker haben ihre Arbeit jetzt eingestellt. Irgendwie war das Ambiente dahin. Und dann haben wir gesagt, jetzt wo Ruhe ist, fahren wir weiter. Es schreit nach einem Fischbrötchen. Da hat sich doch der Umweg von 120 Kilometern gelohnt. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal Krabben gegessen habe. Das muss schon ewig her sein. Oh, einfach lecker. Frisch gestärkt und voller Schwung geht es jetzt über Bankstede, Ochtelburg und Riepe bis nach Emden. Und da kaufen wir dann Tee. Ja, wenn das nicht ein perfekter Tag ist. Ja, komm. Nicht schubsen da hinten bitte, ja? Ja. Ja, komm mal her. Jetzt ist es nicht mehr weit bis Emden. Wir können schon Teile des Hafens sehen und einen Funkturm. Eine gute halbe Stunde noch, dann sind wir da. Ja, irgendwie ein bisschen schade, dass die Tour jetzt schon vorbei ist. Aber die Tour heißt ja vom Ruhrpott bis an die Nordsee. Das heißt also, man könnte sie noch verlängern. Aber nicht mehr heute. Wir haben gerade Ausschau gehalten nach der Unsinkbar 2 und sind ziemlich enttäuscht, dass dieses Schiff nicht aufzufinden ist. Wir vermuten, dass mittlerweile die Unsinkbar 3 irgendwo unterwegs ist. Mensch, da geht mir doch das Herz auf. Die Unsinkbar 2 ist noch da. Ich hatte schon so ein bisschen Sorge, dass sie das gleiche Schicksal wie die Unsinkbar 1 erlitten hat. Nein, alles ist gut. Die Welt ist in Ordnung. So, geschafft, jetzt gibt's Tee. Allein dafür hat sich die Tour nach Emden doch schon gelohnt. Ich muss aber an der Stelle, glaube ich, ganz deutlich sagen, ich bin kein Werbepartner von Thiele. Ich habe den Tee selber bezahlt. Und es gibt im Übrigen auch andere Marken, die hervorragende ostfriesische Mischungen herstellen, wie beispielsweise Bünding aus Leer oder Ono Behrens aus dem Norden. Probiert die einfach alle mal durch. Ich bin so ein Gewohnheitstier und habe mich jetzt eben auf die Marke hier eingeschossen. Zur letzten Tagesetappe muss ich, glaube ich, auch nicht viel sagen. Der Emsjade-Kanal-Radweg spricht für sich und den bin ich ja schon einmal ganz von Emden bis Wilhelmshaven geradelt. Und ich erinnere mich immer wieder gerne an diese Tour zurück und ich kann mir gut vorstellen, diesen Radweg noch 20 Mal zu radeln. Also das wird nicht langweilig. Der bietet eigentlich alles, was so einen Kurzurlaub braucht. Und man hat irgendwie sofort das Gefühl,
der Ballast, den man so auf den Schultern mit sich herumträgt, der fällt sofort von einem ab, wenn man da eben unterwegs ist. Ja. Jetzt habe ich diese Videoreihe ja vom Ruhrpott bis an die Nordsee genannt. Jetzt gibt es sicherlich einige, die sagen, ja, Emden, das liegt doch gar nicht an der Nordsee, das liegt am Dollart, also am Eingangstor zur Nordsee. Ja, kann man jetzt drüber streiten, wie man das Ganze geografisch wertet. Und ich bin ja bei dieser Tour eben auch weitestgehend dem Dortmund-Ems-Kanal-Radweg gefolgt, der nun auch nicht in Emden endet, sondern in Norden-Norddeich. Von daher könnte es gut sein, dass ich diese Tour fortsetze und dabei aber dann nicht dem Dortmund-Ems-Kanal-Radweg folgen werde, sondern vielleicht dem Nordseeküstenradweg. Aber das werdet ihr dann alles noch rechtzeitig sehen. Es wird allerdings ein bisschen auf sich warten lassen. Ich habe jetzt auch tatsächlich für dieses Video ziemlich lange gebraucht, um es fertigzustellen, weil mir einfach die Zeit und auch die Lust fehlte. Und das ist ja ein entscheidender Faktor. Es soll mir ja Spaß machen. Das ist nach wie vor ein Hobby und das soll es auch bleiben. Und solange es keine Freude macht, setze ich mich nicht an den Rechner. Tja, an dieser Stelle muss ich auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an diejenigen richten, die immer wieder treu kommentieren, die meine Videos schon über Jahre hinweg verfolgen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit und ich freue mich wirklich über diese Kommentare und die Unterstützung. Und das gibt einem auch ein gutes Gefühl, weiterzumachen. Und ja, eben diese Ereignisse, diese Events oder diese Touren mit euch zu teilen. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und vergesst das Radfahren nicht. Bis bald.